Es ist halt so, dass halt auch sexuelle Fantasien, dass ich die erregend finden kann mit Kindern. In dieser Folge beschäftige ich mich mit einem Thema, das ein absolutes Tabu ist in unserer Gesellschaft, mit Pädophilie. Pädophilie ist schon sehr krank. Kranke Menschen. Man kann immer nur selber hoffen, dass man nie pädophil irgendwie wird. Ich frage mich, wie kommt man damit klar, wenn man selbst pädophil ist? Für mich sind das ausschließlich Jungs. So um die 1 bis 7 Jahre. Um Antworten auf diese Frage zu finden, treffe ich mich mit Sirius und Ruby. Die sind seit 1,5 Jahren ein Paar und sie sind beide pädophil. Hi. Hallo. Hi. Danke, dass ihr euch heute die Zeit nehmt für mich. Ja, danke, dass du bereit bist, mit uns zu reden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn man eine sexuelle Anziehung zu Kindern hat. Wenn ich an das Thema Pädophilie denke, dann denke ich relativ schnell an das, was passiert, wenn man diese Neigung ausleben will. Ne? Also, dass etwas ist, was absolut nicht geht, einfach Kindern etwas anzutun. Und auf der anderen Seite sehe ich irgendwie auch, dass ihr nichts dafür könnt, dass ihr pädophil seid. Ne? Das ist nichts, was man sich aussucht. Und dass ich mir auch recht sicher bin, dass nicht jeder Pädophile gleich zum Täter wird. Wie geht's euch denn, wenn ihr sowas hört? Wir sind auch der Meinung, dass es nicht geht, das an echten Kindern auszuleben. Und sind da eigentlich genau auf der gleichen Ebene in der Hinsicht. Aber es ist halt im Grunde wirklich so, dass Pädophilie erstmal nichts mit Taten zu tun hat. Wir wollen eben keine Taten begehen, haben es auch nicht und sind da auch sicher, dass wir das nicht tun werden. Zumindest so sicher, wie man sich halt sein kann. Ihr seid ein Paar, aber ihr seid auch pädophil. Wie kann das überhaupt sein? Das nennt sich nicht exklusiv pädophil. Wir haben sowohl an Kindern als auch an Erwachsenen Interesse. Wir können beide attraktiv finden und uns verlieben. Habt ihr denn eigentlich beide sowas wie einen speziellen Typ, ein spezielles Alter, den ihr attraktiv findet? Ja, bei mir sind es hauptsächlich Mädchen, so ein etwas breiteres Spektrum. Ich würde sagen von 2 bis 12 ungefähr. Für mich sind das ausschließlich Jungs, so um die 1 bis 7 Jahre. Kannst du nachvollziehen, dass sich das für mich ganz schwierig anfühlt? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also für mich ist das so abschreckend, sage ich mal, dass ich mir das gar nicht vorstellen will eigentlich. Das ist vollkommen okay. Wann habt ihr beiden denn das erste Mal gemerkt, dass ihr euch zu Kindern hingezogen fühlt? Das erste Mal wirklich gemerkt, im Prinzip schon mit am Beginn der Pubertät. Also da war es eigentlich schon klar. Ich habe das halt lange Zeit verdrängt und so wirklich eingestanden erst viel später, so mit Anfang 20. Kannst du mal beschreiben, wie du diese Anziehung wahrnimmst? Es ist halt so, dass ich Kinder einfach schön finde, attraktiv finde und dass halt auch sexuelle Fantasien, dass ich die erregend finden kann mit Kindern. Was waren das für Fantasien? Könnt ihr das mal genauer beschreiben? Keine Gewaltfantasien. Also alles, was in der Fantasie einvernehmlich ist. Also mir ist klar, dass das in der Realität nicht so ist. Aber in der Fantasie wollen die Jungs das. Es geht nicht um Angst, nicht um Macht. Es ist Streicheln, Küssen, Kuscheln. Ja, genau, im Prinzip ganz genauso. Es sind halt Sachen, an denen die Kinder genauso Spaß haben oder noch mehr Spaß haben als ich dann in den Vorstellungen. Es sind immer ausschließlich Fantasien, bei denen es den Kindern halt auch gut geht. Also auch da Macht, Missbrauch, wirklich Leid, das finde ich absolut nicht erregend. Mhm. Und von daher möchte ich das halt auch nicht wirklich umsetzen in der Realität, weil mir halt klar ist, das, was da in den Fantasien alles so schön ist und für alle Beteiligten sich gut anfühlt, wäre in der Realität eben ganz und gar nicht so. Als ihr für euch eingestanden hattet, so, ich glaube, ich bin pädophil. Wie ging es denn dann weiter? Ja, für mich war das erstmal ziemlich erschütternd, weil ich dann halt dachte, wirklich, das heißt, irgendwann passiert was. Und das ging dann halt irgendwann so weiter, dass ich mich dann irgendwann bei dem Projekt Kein Täter werden gemeldet habe, weil ich halt auch da dachte, das ist der einzige Weg, da irgendwie mit umgehen zu können. Wie lange warst du denn bei Kein Täter werden in Behandlung? Bist du heute noch dort? Ich war ungefähr 2 Jahre da, ein Jahr in Einzelbehandlung und dann noch ein Jahr in Gruppentherapie und habe das dann nach den 2 Jahren abgeschlossen. Wie bist du denn damit umgegangen, als du dann festgestellt hast, für dich, ich glaube, ich bin pädophil? Problematisch war das für mich, als ich irgendwann gemerkt habe, dass ich selbst mal eigene Kinder haben will. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch einen anderen Freund und der kam nicht so gut damit klar, dass ich diese Fantasien hatte, gerade im Zusammenhang mit dem Kinderwunsch. Und der hat mich so ein bisschen dazu überredet, dass ich mich auch mal bei Kein Täter werden melde. Und in dem Erstgespräch, der Therapeut hat zu mir gesagt,
Sie haben ihren Umgang damit gefunden. Also, solange man sich selbst reflektiert und weiß, dass das nicht geht, passiert sowas nicht. Wenn ich an Pädophilie denke, dann mache ich mir schnell auch Gedanken darüber, was passiert, wenn man diese Neigung auslebt. Wie ist das bei euch? Habt ihr jemals euch Missbrauchsabbildungen, also sogenannte Kinderpornografie, angeschaut? Oder habt ihr jeder darüber nachgedacht, sozusagen das irgendwie auszuleben? Dass man darüber nachdenkt, was das für Auswirkungen hat, das gehört, glaube ich, dazu. Natürlich überlegt man, wie das wäre. Ist das möglich? Ist das nicht möglich? Da kam aber ganz schnell bei mir die Erkenntnis, nee, das ist absolut nicht möglich. Und deswegen habe ich auch nie Interesse gehabt, mir Missbrauchsabbildungen anzuschauen oder wirklich was zu machen. Das war für mich gleich klar. Wie kannst du dir denn so sicher sein, dass du diese Fantasie nie umsetzt? Ich könnte nun gemein sein und fragen, wieso bist du dir sicher, dass du keine Frau vergewaltigst? Warum sollte ich? Ich habe kein Interesse dran. Wie ist es bei dir? Genau, da kommen wir, glaube ich, wieder in diesen Bereich Fantasie versus Realität. Also das, was ich sehen wollen würde, wenn es das geben würde, wären ja einvernehmliche Sachen, wo die Kinder auch dran Spaß haben. Und die Realität sieht halt nicht so aus. Und wir haben halt kein Interesse daran, dass Kinder leiden. Und deswegen schließe ich das eigentlich aus. Es gibt ja auch Pädophile, die aber diese Missbrauchsabbildung sich angucken oder sich tatsächlich an Kindern vergehen. Wie denkt ihr denn über die? Ziemlich ablehnend. Also wir haben mit denen keinen Kontakt, weil es für mich nicht in Ordnung ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, mit den Leuten dann normalen Umgang zu haben, weil es für mich so eine essentielle Sache ist. Also es ist völlig okay, pädophil zu sein und sich nicht dafür zu schämen und zu fantasieren. Das ist für mich alles in Ordnung. Aber sobald jemand in die Richtung geht, da echte Kinder mit einzubeziehen, hört das halt auf. Ich habe jetzt schon super viel aus der Perspektive von Ruby und Sirius erfahren. Aber als jemand, der das erste Mal mit Pädophilen spricht, fällt es mir manchmal schwer, noch Dinge einzuordnen. Deshalb wollen wir jetzt noch mal mit Hannes von dem Projekt Kein Täter werden sprechen. Hallo Hannes, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hi, hallo. Wenn du jetzt beschreiben müsstest, welche Art von Menschen zu dir kommen, kann man das kategorisieren? Und wir gehen davon aus, dass mindestens 1% der männlichen Bevölkerung, das sind vorsichtige Schätzungen, es gibt andere Untersuchungen, die die Prävalenz sehr viel höher einschätzen, aber mindestens 1% der männlichen Bevölkerung hat zumindest auch eine Ansprechbarkeit für das kindliche Körperschema. Also es ist relativ weit verbreitet. Jetzt haben wir mit Ruby tatsächlich auch jemand hier, der weiblich ist und pädophil. Ruby hat mir erzählt, dass sie bei Kein Täter werden war. Und daraufhin sozusagen die Rückmeldung bekommen hat, na, eigentlich hat sie ja einen ganz guten Umgang gefunden mit der Pädophilie und braucht deswegen keine Therapie. Wie oft kommt denn sowas vor? Ja, also wenn wir medizinisch sprechen wollten, dann bekommen Präferenzbesonderheiten erst dann Störungscharakter, wenn Selbstgefährdung besteht, Fremdgefährdung oder subjektiver Leidensdruck. Ja, also wenn ein pädophiler Mensch sagt, hey, ich habe zwar diese Ansprechbarkeit, kann meine Impulse aber super kontrollieren, würde nie in meinem Leben ein Kind anfassen, in sexueller Art und Weise, würde nie im Leben Missbrauchsabbildungen, sogenannte Kinderpornografie, im Internet konsumieren und damit ja mittelbar zum Täter oder zur Täterin werden. Aber das kommt nicht in Frage. Hohes Moralverständnis, ja, dann bringen sie mich selbst und andere nicht in Gefahr. Und wenn das gut ins Ich integriert ist, ich mich nicht selber abwerte für meine Sexualpräferenz, dann könnte man sagen, dieser Mensch hat eine pädophile Ansprechbarkeit, aber keine pädophile Störung und deshalb auch keine therapiebedürftige Umstände. Wie wird denn bei Kein Täter werden therapiert? Ja, manche unserer Teilnehmenden kommen mit dem großen Wunsch, mit dem großen Bedürfnis, die sexuelle Präferenz zu verändern, die Pädophilie wegzutherapieren. Und nach allem, was wir wissen, manifestiert sich die Sexualpräferenz am Ende der Pubertät final und bleibt dann über die restliche Lebensspanne in den allermeisten Fällen sehr stabil. Und auch die ganzen Konversionstherapien mit Homosexuellen sind gescheitert. Die sollen zu Recht jetzt gerade ja verboten werden. Das ist ganz gut so. Es wäre ethisch schwierig, Menschen mit einer pädophilen Ansprechbarkeit in Aussicht zu stellen, dass wir die Sexualpräferenz verändern können. Gibt es denn für euch irgendeine Art
wie ihr in eurer Beziehung diese Pädophilie ausleben könnt oder wie ihr das durch, weiß ich nicht, Rollenspiele oder sonst irgendwas versucht zu integrieren? Ja, das machen wir schon. Rollenspiele ab und zu mal. Hauptsächlich erzählen wir uns dann was, während wir Sex haben zum Beispiel. Nicht immer, aber es kommt auch mal vor, dass wir das dann damit einbauen. Meidet ihr denn irgendwie Orte, an denen besonders viele Kinder sind, oder? Nee, es ist ja nicht so, dass sobald wir ein Kind sehen, wie es sich viele vielleicht vorstellen, dass wir sofort anfangen zu sabbern oder sowas und das Bedürfnis verspüren, das Kind irgendwie ins Gebüsch zu ziehen oder sowas, sondern es ist erstmal eine schöne Begegnung, etwas, was Freude auslöst und dann geht man aneinander vorbei und dann war es das. Würdet ihr denn sagen, dass ihr unter der Pädophilie leidet? Unter der Pädophilie nicht. Unter dem Umgang der Gesellschaft mit der Pädophilie, ja. Was habt ihr denn für ein Gefühl, wie die Gesellschaft mit euch umgeht? Sehr ablehnend, sehr hasserfüllt oft. Meistens will sie gar nicht mit uns umgehen und ja, lehnt uns im Prinzip für das ab, was wir sind und nicht ändern können. Ich habe mich im Vorfeld zu unserem Gespräch in der Stadt umgehört und das würde ich euch gerne mal zeigen. Ich würde gerne wissen, wie du über Menschen denkst, die pädophil sind, die diese Neigung haben, die aber nicht ausleben wollen und deswegen auch nicht straffällig werden. Ja, ich finde Pädophilie ist schon sehr krank. Also ist immer ein schwierig, sehr schwieriges Thema. Kranke Menschen. Man kann immer nur selber hoffen, dass man nie pädophil irgendwie wird. Ich glaube einfach, das Wichtigste ist, dass man mit irgendjemandem drüber spricht und sich irgendwo Hilfe holt. Glaubt ihr denn, ihr könntet befreundet sein mit jemandem, der sich als pädophil outet? Oh. Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube schon. Ja? Tatsächlich, weil er kann da nichts dafür. Ich glaube, ich könnte nicht damit umgehen. Nee, tut mir echt leid, kann ich nicht machen. Wie ist es mit euch? Könntet ihr euch vorstellen, mit einem oder einer Pädophilen befreundet zu sein? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Was sagt ihr denn dazu, was ihr jetzt gesehen habt? Ich weiß, dass die Leute das so sehen. Aber ja, es ist unfair. Einfach, dass andere entscheiden, dass es krank so zu sein. Also alleine so zu sein. Du hast es ja betont, dass es nicht darum geht, das auszuleben. Und alleine so zu empfinden, wird als krank bezeichnet. Und ich finde es traurig. Manchmal macht mich das traurig. Weil es einfach so viele Menschen sind. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Aber die meisten werden so denken. Es ist schwer, damit umzugehen. Ich fühle mich immer ziemlich hilflos dem gegenüber. Komplett mit allem, was wir sind, abgestempelt zu werden aufgrund dieser einen Eigenschaft und keine Möglichkeiten zu haben, sich dagegen zu wehren. Überrascht dich das, dass Menschen gegenüber Pädophilen eine ablehnende Haltung haben? Nein, das überrascht gar nicht. Wir glauben, dass ein wichtiger ausschlaggebender Grund dafür ist, dass die Gesellschaft nicht unterscheidet zwischen Pädophilen und Kinderschänder. Das wird äquivalent verwendet und das ist schlichtweg und ergreifend falsch. Also erstens, nicht jeder Pädophile missbraucht Kinder und nicht jeder, der Kinder missbraucht, ist ein Pädophiler. Über 50% der sexuellen Übergriffe an Kinder werden von nicht pädophilen Menschen begangen. Ganz wichtig ist zu unterscheiden zwischen Fantasie und Verhalten. Kein Mensch sucht sich seine sexuelle Präferenz aus. Präferenz ist Schicksal und nicht Wahl. Und nach keiner Moralvorstellung dieser Welt, nach keiner Ethik dieser Welt, können wir Menschen verurteilen, beurteilen oder stigmatisieren für irgendwas, wofür sie gar nichts können. Was aber natürlich nicht ein Verhalten rechtfertigt. Wir können Verhalten beurteilen und verurteilen. Und wann würdest du sagen, muss jemand auch aktiv werden? Ab wann ist der Punkt, wo man sagt, da ist eine Therapie angezeigt oder da sollte er bei euch vorstellig werden? Sobald der Hauch eines Risikos besteht für das Begehen von sexuellen Übergriffen oder wenn ich mich selbst abwerte für meine Sexualpräferenz und meine Fantasien, dann ist es eine Indikation für eine Therapie. Vor dem Hintergrund, dass ihr Gefahr lauft, wenn ihr euch jemandem anvertraut, dass der euch abstempelt oder sogar Schlimmeres, wem vertraut ihr euch denn eigentlich an? Also wir haben es beiden unseren Müttern erzählt. Wie haben denn eure Mütter reagiert? Ich wusste nicht, wie ich das überhaupt ansprechen sollte. Und dann habe ich ihr das gesagt. Ich habe dazu direkt gesagt, aber ich begehe keinen Missbrauch oder gucke Kinderpornografie. Und ja, dann hat sie auch noch mal eine Weile nichts gesagt. Und dann hat sie mich nachher in den Arm genommen und zu mir gesagt,
jeder ist anders. Ich hab dich trotzdem lieb. Und das war echt schön. Besser hätte man sich das eigentlich nicht vorstellen können. Meine Mutter war auch erst sehr schockiert, aber sie hat mich halt trotzdem akzeptiert und ja auch am Ende des Gesprächs in den Arm genommen. Und ich glaube, dass es ihr manchmal schwerfällt, immer noch das zu verstehen, wirklich nachzuvollziehen, aber dass sie es halt versucht. Ich darf jetzt noch beim Selbsthilfe-Chat dabei sein. Sirius, wer genau befindet sich in diesem Chat? Ja, hauptsächlich sind das eben auch pädophile Menschen, die die keinen realen Missbrauch begehen wollen. Und das ist halt ausgelegt so zur gegenseitigen Unterstützung, dass wir uns da online ein bisschen austauschen können. Häufig haben ja Menschen, die pädophil sind, überhaupt keinen Ansprechpartner oder jemanden, mit dem sie reden können in ihrem echten Umfeld. Deswegen versuchen wir das so ein bisschen abzufangen durch so ein Online-Angebot. So. In der Kennenlernstube, oder? Erstmal, aber ich glaube, du bist in allen Räumen. Wie viele Leute tauschen sich da so aus? So durchschnittlich 10 Leute. Regenbogenfisch schreibt, ich arbeite in einem Kindergarten. Ich weiß nicht, warum ich den Kontakt zu Kindern vermeiden sollte. Ich habe bereits mit Kindern zu tun gehabt, bevor ich mir bewusst geworden bin, dass ich eine pädophile Neigung habe. Und es war nie ein Problem für mich, mit Kindern zu tun zu haben. Ich bin nicht erregt und ich habe auch keine sexuellen Gedanken dabei. Ja, das finde ich jetzt, also das finde ich schon krass, dass hier Regenbogenfisch schreibt, dass er in einem Kindergarten arbeitet, weil das ist so. Also ich gehe einfach mal davon aus, wenn er das offenlegen würde, dass die Eltern damit ein Problem hätten. Das ist genau einer der Punkte. Es kann doch nicht sein, dass jemand, der sich nichts zu Schulden kommen lässt, seinen Job verliert, nur weil bekannt wird, dass er so ist. Es gibt ja nichts, was er gemacht hat. Also ich sehe das mit so einem vergrößerten Risiko im Vergleich zu anderen Menschen, die dort vielleicht arbeiten würden. Wie siehst du das? Ja, auch hier kann man leider keine pauschale Aussage treffen. Also wir haben Teilnehmer in unserem Projekt, wo ich sagen würde, das ist überhaupt gar kein Problem, das ist super reflektiert. Sie können gerne als erziehendes Personal arbeiten. Bei anderen würde ich sagen, oh, das ist eher ein Risikofaktor. Das ist nicht ganz gut reflektiert, was da so passiert. Es macht es so ein bisschen schwierig zu sagen, naja, das ist im Prinzip, sollte das total gesellschaftlich akzeptiert sein, wenn davon eine Gefahr ausgeht. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist es so, dass Pädophilie ein Risikofaktor ist für das Begehen von sexuellen Übergriffen. Aber eine Pädophilie alleine reicht nicht aus. Da müssen noch andere Dinge dazukommen. Und man kann auch sexuell übergriffig werden, ohne das Vorliegen einer Pädophilie. Und ich glaube, wenn das die Gesellschaft unterscheiden würde, dann würde die Gesellschaft auch direkt als Monitor dienen können. Ja? Wenn beispielsweise, das ist unsere Vision, in 50 Jahren vielleicht, da kommt der Nachbar und sagt hier, Ding an der Tür, sagt, du, ich muss mal ganz schnell los, pass doch mal bitte auf meine Kinder auf. Dann sagt der Pädophile, oh du, das tut mir leid, das möchte ich nicht gerne, das mache ich nicht gerne, weil ich habe eine Ansprechbarkeit auf das kindliche Körperschema. Und dann der Nachbar sagt, hey super, verantwortungsbewusst, ich frage einen anderen Nachbarn. Mega gut, ja, das wäre super, das wäre unsere Vorstellung. Aber wenn ich das im Jahr 2020 machen würde, dann könnte ich die Stadt verlassen, weil ich abgestempelt werden würde als pädophiler Kinderschänder. Ja, ich muss sagen, dass ich finde das auch super, auch dass ihr so offen redet darüber. Und ich merke auch gleichzeitig, dass mich das Thema aber so sehr fordert. Also es ist für mich eine sehr starke Herausforderung, mich darauf einzulassen, über diese Fantasien nachzudenken, beziehungsweise ne, auch darüber nachzudenken, wie ich zu dem Thema stehe. Wenn das jetzt alles so klar wäre direkt, dann wäre das kein Problem in der Gesellschaft, ne? Dass es irritiert, zeigt ja, dass es ein wichtiges Topic ist. Und wenn du jetzt sagen würdest direkt, ja klar, alles klar, verstehe ich, dann würde es Gesellschaft auch direkt verstehen. Aber das ist sehr emotional und das ist sehr, trifft sehr. Und daher dauert das auch einen Moment, bis das von hier bis hier tropft. Hannes, danke schön. Danke für deine Zeit. Besteht eurer Meinung nach die Gefahr, wenn die Pädophilie gesellschaftlich akzeptierter wird, dass auch die Hemmschwelle sinkt, dass es zu Übergriffen kommt? Ich denke, das Gegenteil ist genau der Fall. Missbrauch findet häufig im Verborgenen statt, dann, wenn man nicht drüber redet. Und dadurch, dass wir mit diesen Themen wirklich offensiv umgehen und drüber reden und auch lernen, was es zum Beispiel bedeutet, pädophil zu sein, ich denke, dass das genaue Gegenteil dann passiert und
wir auch Missbrauch viel effektiver begegnen können. Und ich finde auch hier ist ganz klar nochmal zu sagen, pädophile Menschen zu akzeptieren und pädophile Fantasien zu akzeptieren, heißt nicht Taten zu akzeptieren. Da ist ein riesiger Unterschied. Und das eine führt nicht unbedingt zum anderen. Verbrechen bleiben Verbrechen, auch dann, wenn man Menschen so akzeptiert, wie sie sind. So, Ruby, du hast jetzt geschrieben, wirsindauchmenschen.de startet gleich. Das ist die Website, die ihr jetzt launchen wollt. Ich sehe auch einen Countdown auf der Webseite. Der ist jetzt bei null, das heißt, die geht jetzt online. Ja, macht der Sirius. Application is live. Das heißt, wenn ich jetzt aktualisiere... Genau. Jetzt ist sie da. Also, wir sind auch Menschen. Und da steht eine Frage, die du dir wahrscheinlich stellst, wenn du unsere Seite besuchst, ist die, wie wir eigentlich zum Ausleben unserer Sexualität stehen. Deshalb eines gleich vorweg. Wir lehnen jede Art von sexuellen Handlungen zwischen Kindern und erwachsenen Menschen entschieden ab. Genau, das alles ist erstmal nur unsere Haltung, unsere Meinung. Nicht jeder denkt so, wie wir denken. Wo steht das? Ach, das hier unten. Es lässt sich nicht bestreiten, dass es natürlich auch pädophile Menschen gab und gibt, die sich für die Legalisierung von Sex mit Kindern eingesetzt haben und immer noch einsetzen. Wir distanzieren uns ausdrücklich von solchen Gruppierungen und ihren Forderungen. Habt ihr das Gefühl, dass ihr mit den Forderungen, mit den Statements, die da sind, auch innerhalb der Pädophilen in Deutschland, dass ihr da eine Minderheit seid oder dass ihr da irgendwie, wie würdet ihr euch da verorten? Das ist schwer zu sagen. Tatsächlich eine Frage, die wir uns auch häufiger schon gestellt haben. Tatsache ist einfach, die meisten Pädophilen, über die weiß man nichts. Die leben irgendwie, also es gibt allein in Deutschland so um die 250.000 pädophile Menschen, sagt man. Die meisten davon wenden sich nie an Therapieangebote, kommen auch nicht auf irgendwelche Communities oder Webseiten, sondern leben halt einfach im Dunkeln. Und über die weiß man nicht wirklich, was sie denken oder wie sie ihr Leben führen. Wie geht's euch denn jetzt, dass die Website online ist? Ja, jetzt zu sehen, dass das alles läuft und online ist und so, wie wir es uns vorgestellt haben, größtenteils, das fühlt sich gut an. Ich danke euch beiden, dass ihr so offen und ehrlich mit mir darüber gesprochen habt, auch über eure Fantasien. Mir ist nochmal bewusst geworden, wie belastend das für euch ist, dass ihr so vorverurteilt werdet. Und da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass die Gesellschaft auch ein bisschen offener wird, da zu unterscheiden zwischen der Pädophilie und den Übergriffen, letztlich auch dem Missbrauch, dass es da einfach auch einen Unterschied gibt. Dass eine Neigung nichts ist, wofür ihr was könnt, sondern letztlich es darauf ankommt, so wie ihr euch verhaltet. Und gleichzeitig fällt es mir schwer, mir ein pauschales Urteil über Pädophile zu bilden, weil jeder Mensch anders ist und es dabei ja um Individuen geht. Ja, danke. Wir können es auch total nachvollziehen, dass es für dich wahrscheinlich nicht einfach war, dass da eben diese innere Ablehnung ist. Aber wir halten es halt für unglaublich wichtig, dann trotzdem diesen Dialog zu führen und darüber zu reden einfach. Und das ist eigentlich auch alles, was wir wollen, dass wir nicht sofort abgestempelt werden, sondern dass man uns eben zumindest kennenlernt und uns an dem urteilt, wer wir sind und wie wir handeln und nicht aufgrund dieses einen Aspektes unserer Sexualität pauschal verurteilt. Hi, ich bin Alina vom Y-Kollektiv und ich habe einen Film gemacht zum Thema Sex für Taschengeld auf Kleinanzeigenportalen wie Markt.de. Guckt doch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, würde mich freuen.